Tatsächlich ist mit schwerer Erreichbarkeit im Fachdiskurs gemeint, dass wir es mit jungen Menschen zu tun haben, die in ihren Verhaltensroutinen, in ihren Lebenseinstellungen, Lebensmustern teilweise sehr dysfunktionale Verhaltensroutinen entwickelt haben, sich dadurch auch schwer erreichbar machen. Ein Klientel, das eben sehr weit gefasst ist mit diesem Zugangsbegriff, was sehr stark aus multikomplexen Problemkonstellationen herauskommt, häufig auch sehr schwierige Verhältnisse in den Herkunftsfamilien hat, tatsächlich viele Patchwork-Konstellationen, viele Schulwechsel, viele Ortswechsel auch, also eigentlich die Diskontinuität zum kontinuierlichen Muster wird. Das ist das eine auf Seiten der jungen Menschen. Also sie machen sich selber teilweise auch schwer erreichbar, also in mentaler Hinsicht, tatsächlich auch in örtlicher Hinsicht. Und schwere Erreichbarkeit ist aber eine sehr geeignete Formel, weil sie auch die schwere Erreichbarkeit von organisierten Soziallogiken mit in den Blick nehmen kann. Also es geht mit schwerer Erreichbarkeit, geht es mir ganz ähnlich wie mit dem Systemsprenger-Begriff, nicht nur um eine Zuschreibung an die Individuen, also an die einzelnen Personen, sondern tatsächlich auch den Blick darauf zu richten, wie sich organisierte Soziallogiken selber schwer erreichbar machen. Wir haben viele Diskontinuitäten in den Lebensläufen, tatsächlich auch mit massiven Problemen. Aber was man viel eher sehen kann, indem wir mit solchen Förderprogrammen oder so einer Reflexion wie hier gerade oder ich als Wissenschaftler mit meinem Buch darauf reagiere, haben ja wir ein Problem damit. Also wir entdecken tatsächlich einen Sachverhalt, der doch wohl irgendwie zu lösen sei, den man auf jeden Fall professionell angehen müsste. Und das ist auch eben diese zweite Seite der Medaille, dass wir in unserer sozialstaatlichen Hilfe und Förderlogik selber, glaube ich, einer Paradoxie auflaufen. Tatsächlich sind wir, verstehe unseren Rechtsstaat als liberalen Rechtsstaat, der mit dem Hauptfreiheitsartikel 2.1, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und trotzdem schwingen doch so Sollensvorstellungen mit. Ich glaube, wir gehen uns selber auf den Leim, wenn wir tatsächlich akzeptieren würden, dass sich jeder frei entfalten kann, außer natürlich, er verstößt gegen die Grenzen quasi oder verletzt die Grenzen anderer, die grundrechtliche Verfassungsordnung wie auch gegen das Sittengesetz. Plötzlich tauchen aber doch noch Sollensvorstellungen auf, die davon ausgehen, nein, natürlich soll jeder in Arbeit sein. Natürlich soll jeder selbstständig für seinen Lebensunterhalt sorgen können. Natürlich soll jeder an Bildung teilnehmen, deswegen ja auch quasi eine Bildungspflicht. Wir könnten auch allgemeine Schulpflicht sagen. Aber es gibt doch sowas wie allgemeine Vorstellungen, was die Einzelnen sollen. Und ich glaube, wir tun uns sehr schwer daran. Das ist ein spannender Bereich. Ich glaube, tatsächlich, wo ich anfange, weiter zu denken oder nachzudenken und wie sich eigentlich diese Dichotomie auch fassen lässt. Eduard Heimann, ein Sozialphilosoph der 1920er, 1930er, hat quasi von der Drehachse des Lebens geschrieben und meinte damit Freiheit und Verbundenheit. Und dass wir zum einen tatsächlich als Individuen nach Selbstentfaltung streben, also frei leben wollen, auf der anderen Seite her als soziale Wesen ja immer in soziale Zusammenhänge eingebunden sind, also eigentlich Freiheitsgrade reduzieren müssen. Also wir müssten sie selbst reduzieren, weil ja nicht jeder machen kann, was er will, dann kommt ja keine Gemeinschaft mehr zustande. Und eigentlich also sozusagen die freie Entfaltung und Gemeinschaft zusammenzubringen, eine wahnsinnig große Herausforderung ist. Und deswegen gibt es auch kein einfaches Masterkonzept, sondern wir werden es immer wieder in actu tatsächlich irgendwie bewältigen müssen. Ist tatsächlich ein Projekt, was entstanden ist aufgrund einer Anfrage der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos in Deutschland, also der deutschen Provinz. Die sind in Tradition ihres Ordensgründers Don Bosco in vielen dieser Bereichen tatsächlich tätig. Die haben sich tatsächlich ja der Arbeit mit jungen Menschen verschrieben vom Ordensideal, sind an unterschiedlichen Stellen über Jugendtreffs, Jugendheime, in der Straßensozialarbeit auch tätig und haben sehr viel genommen mit diesen nicht nur Klientel, sondern mit diesen Logiken eben schwerer Erreichbarkeit zu tun. Weil sie tatsächlich mit den jungen Menschen zu tun haben, die entkoppelt, schwer erreichbar, Systeme sprengend tatsächlich oder auch auf der Straße lebend unterwegs sind. Zum anderen haben sie aber in der Finanzierung ihrer Angebote über sozialstaatliche Leistungslogik eben auch mit der schweren Erreichbarkeit sozialer Handlungslogik oder sozialstaatlicher Handlungslogik zu tun.
Und da war die Idee überhaupt erstmal, begriffliche Zugänge zu schlagen, weil tatsächlich diese unterschiedlichen Begriffe kursieren, ja, ob jetzt der Nietzsche-Begriff, Systemspringer entkoppelt, Straßenjugendliche, also überhaupt mal zu gucken, wo liegen denn die Schnittmengen in den Begriffen. Wir hatten uns dann tatsächlich auf den Begriff der schweren Erreichbarkeit verständigt, weil er Möglichkeiten zu den anderen Begriffen und Diskursen bietet. Wir hatten geschaut in diesem Buch, oder explizit ich dann auch, quasi welche Handlungsaufforderungen bestehen denn so in sozialpolitischer Hinsicht, in ethischer Hinsicht, in tatsächlich in rechtlicher Hinsicht auch, weil es ja auch sowas wie eine europäische Sozialcharta gibt, die unterschrieben ist, mit ratifiziert. Wir entdecken ganz unterschiedliche Handlungsaufforderungen auf unterschiedlichen konventionellen Ebenen, von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bis hin tatsächlich in die einzelnen Sozialgesetzbücher rein, und tatsächlich auch den methodischen Weg zu schlagen, wie könnten denn ganzheitliche Angebote für eben schwer erreichbare junge Menschen gestrickt sein? Was bräuchte es da tatsächlich an Möglichkeiten, um einen offenen Treff herum, wenn es das so ist, Angebote der Arbeitsförderung, tatsächlich der Hilfen zum Lebensunterhalt, des Wohnens und der pädagogischen Aufforderung zusammenzubringen? Entstanden ist letztlich auch nochmal ein aktualisierender Blick auf die Pädagogik Don Boscos. Das ist auch ganz interessant, tatsächlich auch entdeckt zu haben oder mitzuentdecken, dass diese alten Ideen Don Boscos, die ja Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sind, die er in Begriffen wie Präventivsystem gefasst hat oder auch der salesianischen Assistenz, auch der Aufmerksamkeit, auch in den heutigen pädagogischen, eher praktisch-pädagogischen Diskursen hochaktuell sind. Ja, also wenn man entdeckt, dass zum Beispiel in Konzepten der wachsamen Sorge, der neuen Autorität, genau diese Ideen auftauchen, die Don Bosco ganz praktisch ausgelebt hat. Wenn wir sehen, dass tatsächlich auch in den Sozialarbeitstheorien so ein sehr umfassender, bedürfnisorientierter Blick ganz wichtig ist, dann macht es ziemlich spannend, und ich habe versucht, das in dem Buch mit anzureißen. Also tatsächlich liegt die Problematik darin, dass es ein einfaches Masterkonzept nicht gibt. Also wie die Arbeit gut gelingen kann mit schwer erreichbaren Menschen, da lassen sich aus unterschiedlichen Studien sehr viele methodische Hinweise finden. Ja. Also wir brauchen zum Beispiel, wir wissen ganz gut, dass wir niedrigschwellige Zugänge brauchen. Wir wissen ganz gut, dass es tatsächlich um Perspektiven für einen gelingenden Lebensplan geht, also der realistisch ist. Der trotzdem aber auch das Scheitern einkalkuliert. Das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, also nicht nur für die jungen Menschen, sondern für die organisierten Soziallogiken, tatsächlich Scheitern einzukalkulieren. Eine andere Aufforderung, die auch mit dem Buch und gerade auch in der Reflexion mit unterschiedlichen Trägern entstanden ist, tatsächlich, wir bräuchten mehr Zusammenarbeitsregeln in den Rechtskreisen des Sozialgesetzbuches. Ja, wir haben viel Kollisionsregeln, also sprich, welcher Träger ist vorrangig verantwortlich und zuständig, also sprich die örtliche sachliche Zuständigkeit, und man weist dann gern an die anderen Rechtskreise ab. Ja, also wenn ich selber nicht zuständig bin, dann ist optimalerweise ein anderer zuständig, der muss es dann auch finanzieren. Und wir haben insofern in den Sozialgesetzbüchern viele Kollisionsregeln, ja, die das Handeln der Rechtskreise gegeneinander abgrenzen. Aber wir haben kaum normierte Kooperationsverpflichtungen. Also die sind sehr schwach ausgeprägt, meistens auf Können- oder Sollensebene, aber nicht auf Müssen. Und quasi, wenn wir da aktiv wirklich ganzheitliche Angebote schaffen wollen, die eben Möglichkeiten aus unterschiedlichen Rechtskreisen integrieren, brauchen wir eindeutigere Kooperationsverpflichtungen, dass es nicht nur auf dem Goodwill tatsächlich von verantwortlichen Personen in den Agenturen oder bei den öffentlichen und privaten Trägern abhängig ist, sondern dass es tatsächlich quasi über den ganzen Sozialleistungsbereich hinweg eine hohe Erwartungssicherheit geben kann, dass bestimmte Kooperationsformen überall erwartbar sind. Ich bin selbst aus der Jugendarbeit gekommen, selbst soziale Arbeit studiert, habe viel Arbeit mit jungen Menschen gemacht, in Jugendtreffs, ambulanten Erziehungshilfen, auch im Heim. Und bin jetzt tatsächlich doch an diesem Thema der Beschäftigung mit schwer erreichbaren jungen Menschen zum einen ein bisschen back to the roots gekommen. Also was hat mich damals so interessiert? Nehme jetzt aber eigentlich den konzeptionellen und auch den wissenschaftlichen Blick drauf. Was mich tatsächlich fasziniert, ist zu sehen, dass manche Beschäftigungen in der sozialen Arbeit gefühlt manchmal gar nicht so viel weitergekommen sind, wie zu denjenigen Zeiten, wo sie an Ausgang genommen sind. Wir
sitzen hier im Kloster Benedikt Beuern. Und der Ordensgründer Don Bosco war einer der ersten Protagonisten, die tatsächlich sich ganz intensiv mit ganz neuen Möglichkeiten um junge Menschen auf der Straße gekümmert haben. Junge Menschen, die tatsächlich ein damaliger Begriff von Verwahrlosung bedroht waren, die keine Eltern hatten, und hat von da aus Möglichkeiten gesucht und ein ganzes Werk, eine Ordensgemeinschaft ins Laufen gebracht, quasi um sich dieser jungen Menschen anzunehmen. Also ich glaube, heute würden wir den Begriff der Social Entrepreneurship verwenden für das, was Don Bosco damals gemacht hat. Tatsächlich quasi sich ganz massiv darum gekümmert. Und das ist pädagogisch reizvoll, weil viele seiner Grundsätze seiner damaligen, gerade so ein starker Präventivgedanke, tatsächlich auch ein ganz starker Präsenzgedanke, wie auch in heutigen aktuellen pädagogischen Diskursen wiederfinden. Ja, mit einer hohen Idee von tatsächlich Aufmerksamkeit auf junge Menschen zu richten. Also nicht nur da zu sein mit Angeboten, also eine institutionelle Präsenz zu haben, sondern tatsächlich so eine ganz aktive innere Präsenz auch den jungen Menschen zu zeigen. Mit der Idee quasi, dann kann ich mit Aufmerksamkeit tatsächlich gute Unterstützungen leisten. Was mich an dem Thema der schweren Erreichbarkeit auch wahnsinnig fasziniert, ist, die Schwierigkeit tatsächlich, Sozialstaatslogik im Helfen ganzheitlich gut zu organisieren. Das ist vielleicht etwas verwunderlich, aber quasi gerade an diesem Projekt oder der Beschäftigung mit schwerer Erreichbarkeit zu sehen auch und auch zu beschreiben, wie wir in unserem ganz einfachen sozialstaatlichen Denken oft so wahnsinnig scheitern. Also weil wir Paradoxien einbauen, weil wir tatsächlich in dieser Organisation immer ein Mehr desselben versuchen. Wir können ganz empirisch schauen, wie schwierig es ist, diese unterschiedlichen Rechtsansprüche über unterschiedliche Agenturen auf ein sehr, ja, schon auch schwieriges Klientel tatsächlich wieder zusammenzubringen. Und das ist in der Tat faszinierend.